Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode von Meister Ihres Fachs. Heute wird Christian Tiedemann, hat gerade frisch gebackener Storm and Grip Challenge Champion, hat den Gesamtsieg geholt und den Klassensieg logischerweise auch und hat im Farmers Walk richtig gut vorgelegt. Und jetzt wollen wir heute mal hören, was bei so einer trügerisch einfachen Geschichte wie dem Farmers Walk doch technisch zu beachten ist. Geht go! Ja, hi! Ganz wichtig beim Farmers Walk ist der Start. Der Start muss möglichst schnell vonstatten gehen. Am schnellsten seid ihr, wenn ihr mit den Füßen versetzt startet, den Rücken gerade, und wenn sobald das Startsignal kommt, Start! Das war schnell. Das war schnell, das waren jetzt mal 100 Kilo in ein paar Sekunden. Das ist halt das Wichtigste beim Farmers Walk. Stabil sein an der Hüfte, kleine schnelle Schritte, die Koffer nach hinten ziehen, lasst euch nicht zusammenziehen von den Koffern, macht euch groß, macht euch lang, spannt den Latissimus an, lasst die Koffer von den Beinen wegkommen und dann gebt Gas. Aus meiner Sicht einfach, weil ich das noch von dir mal hören will, Schultern tief eher oder nach hinten? Die Schultern immer nach hinten ziehen. Wenn ihr beim Start steht, die Schultern jetzt immer nach hinten. Ja. Und weil du aufstehst, fallen die meisten zusammen. Ah ja, das ist das ist kacke. Das siehst du oft, ja. Und dann gucken sie nach unten und dann laufen ein bisschen vor sich hin und her. Du hast keine Luft mehr, bist eingekippt hier. Ja, macht euch groß, macht euch lang. Latissimus raus, nach vorne liegen und ihr lauft automatisch. Dann kann man noch ein wichtiges Detail, ich denke, das ist auch einigen entgangen, dass man am besten die Griffe etwas winkelt, dass man sozusagen beim Start in den hinteren Bereich des Griffs reingeht. Gucken wir uns nochmal an. Also ein bisschen Physik. Ist ja logisch, wenn ich die Griffe in der Mitte fasse und versuche, das gesamte Gewicht hochzuheben, ist es schwerer. Fasse ich die Griffe etwas weiter nach hinten, hebe ich nur hinten an. Da ich versetzt stehe und ein bisschen nach vorne in Vorspannung gehe, hebe ich hinten an und sobald die Farmers den Boden verlassen, schwingen sie nach vorne. Ich kann einen Schritt machen und kann sofort losrennen. Die Farmers geben mir vor, wo ich hin muss, ich muss hinterherlaufen. Wenn ihr Farmers trainiert, trainiert mit leichtem Gewicht, trainiert explosiv, trainiert schnell. Fangt nicht an mit schwerem Gewicht zu laufen und zu stolpern, das bringt euch nichts. Explosiv, schnell und oft. Wollte ich gerade fragen, ist das eine Ganzkörperübung? Was würdest du empfehlen? 3 Sätze, einmal die Woche oder wie oft sollte man das machen? In Vorbereitung für Wettkämpfe laufe ich ein Training bis zu 10, 15 Bahnen, 10, 15 Meter. Okay, das ist schon eine Menge Holz. Aber halt mit moderatem Gewicht, dann 80 Kilo drauf und dann wird halt nur darauf, auf den Start, sobald der Start kommt, alles unter Spannung, zack, los, das rennen. Ist genial, also mit dem Versetzen, das habe ich eben noch nicht mal bei dir beobachtet. Das ist für mich super wertvoll, die Info, finde ich geil. Habe ich so nie gesehen auch. Also machen auch die wenigsten. Stehen halt einfach richtig auf, lassen sich nach vorne fallen und dann... Ja, das ist der übliche Style, den sieht man überall. Da gibt es natürlich noch Talente, die laufen ganz einfach, die müssen keine kleinen, schnellen Schritte machen. Die können mit riesengroßen Schritten stabil laufen, empfehle ich nicht. Ein großer Schritt heißt, du bist länger in der Luft und fällst. Ganz klar, und dann fängst du an zu wackeln. Also machst du kleine, schnelle Schritte. Wenn ihr große, schnelle Schritte machen könnt, vergesst, was ich gesagt habe. Aber meistens könnt ihr es nicht. Wir hören jetzt noch ein bisschen was aus Tiedes reichem Erfahrungsschatz. Fast 100 Wettkämpfe auf dem Buckel, der Mann. Ja, war Nummer 94 heute, mal wieder ein Sieg eingefahren. Komplett ohne Vorbereitung, komplett ohne überhaupt den Willen, an einem Wettkampf teilzunehmen. Das hat geklappt. Das ist doch oft das Beste. Ne? Ja. Ohne Druck einfach reingeschmissen und gib ihm. Ja, das ist auch so ein Ding für euch da draußen. Macht einfach. Scheiß drauf. Scheiß drauf, wo ihr landet. Scheiß drauf, wie ihr vorbereitet seid. Geht zum Wettkampf, vergleicht euch fertig. Dann müsst ihr wohl stehen. Wunderbar. Geiles Abschlusswort. Danke für den Besuch. Ich hab zu danken. Ja, nicht dafür. We'll be right back.